Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jenso in der Garage. Tja, so kann es manchmal kommen. Eigentlich ist ja morgen jetzt das Vlog dran, aber manchmal kommt es anders und zweitens erstmal denkt. Und zwar schreibt mich gerade der Ace an und sagt, du kennst doch den Orsanel, den Twitcher. Und der hat so ein total episches Video gerade hochgeladen vom Object 140. Und ganz ehrlich, ich habe ja damals schon beim E3 so gefeiert, aber das Object 140 Video von ihm ist jetzt auch wieder so geil, dass ich irgendwie dachte, ey, scheiß drauf. Die Zeit bin ich mir jetzt mal ans Bein und mach das mal. Das ist zwar, er hat das schon auf seinem YouTube-Kanal drauf, aber wer halt eben Bock hat, das nochmal auf Deutsch zu sehen oder nicht so gut Englisch kann oder Lust hat, das, wie auch immer, ich hatte Bock, das zu machen, weil das ist einfach mal, ja, lasst euch überraschen. Das ist einfach geil. Jo, Object 140, klar, habe ich auch. Ich kann damit nicht umgehen. Er kann damit fett umgehen, aber ich bin ja auch kein Super-Unikum und er ist ein Super-Unikum. Insofern alles gut. Das Einzige, was noch so zu sagen ist, man könnte noch was ausführen. Er hat kein Medkit bei. Dafür hat er irgendwie Zusatzrationen mit und hat halt den Jack of all Trades für seinen Kommandanten, der dann sozusagen andere Crewmember übernehmen kann, wenn sie sterben. Kann man machen. Keine Ahnung, mir ist es zu riskant. Ich bin aber auch nicht geskillt genug. Ich brauche mal eine optimale. Egal. Also er fährt den so. Er sagt auch, Gun-Handling von dem T-62A ist eigentlich besser, aber Object 140 ist halt so ein Tank, der alles kann. So ein super geiler Allrounder. Naja. Aber ich will nicht lange quatschen. Lasst uns reinschauen, weil das ist schon ein klein wenig, um jetzt mal wieder dem meinem Lieblingswort zu frönen, episch, dieses Game. Also, ja, das sowas sieht man nicht alle Tage. Also, ich habe wieder gut gefeiert. Bis gleich. In-game. In-game mit dem Orsanel in seinem Object 140. Und ich meine, klar, dass der gute Mann, guck mal. 68.000 Spiele? 68.000 und 3.400 WN8. Das ist einfach, ich weiß gar nicht, der ist auch Meister der drei Gunmarks auf total vielen Panzern und unter anderem auch auf diesem, ja, genau, der spanische Stier. Der passt da irgendwie rauf. Ja, eigentlich ein ganz witziges Game, weil irgendwie, das sind so eine, ich glaube, das ist so ein Spiel, was wahrscheinlich der Otto Normal und der Sterbliche verloren hätte. Weil da halt eben, also wir können das ja mal beobachten. Er fährt hier raus auf die Flanke, weil, naja, weil die Mates halt hier rausfahren. Die Heavys, ihr wisst ja, wie es ist. Die Heavys fahren hier runter. Gut, gibt jetzt nicht so viele bei ihm im Team. Er sagt jetzt auch, naja, ich fahre hier hoch und guck mal, was da kommt. Und wenn da halt nicht so viel kommt, dann muss ich halt zurück. Und so ist halt eben auch ein vernünftiger Ansatz, sage ich mal. Eine Flanke bekämpfen, kann man alles machen, aber man muss dann halt eben auch, wenn die Flanke, sage ich mal, gewonnen ist oder wenn die andere Flanke fällt, und ich meine, guckt runter, hier ist ein bisschen was und der Gegner hat ja auf jeden Fall auch, also der Gegner hat so 4, 7 Heavys im Gegensatz zu seinen 2. Und das ist natürlich klar, das ist klar, was da passiert. Da, ja, hier ist nix und der Rest der Welt fährt da unten runter. Naja, der Rest der Welt dachte sich wahrscheinlich auch, gar kein Problem, die zerquetschen wir, aber es kommt anders. Gut, er ist hier auf der Ecke. Er sagt, na gut, habe ich eine Grille gesehen und ein CDC und hat sich dann gesagt, ja gut, ich muss hier aber weg. Also fange ich mir einen Schuss vom CDC und fahre dann durch. Ist dann, sagt er selber, ist dann so ein bisschen gierig geworden und hat sich so gedacht, so, ah komm, dem verpasse ich noch einen. Wollte aber natürlich nicht den zweiten Schuss kriegen. Ihr wisst ja, Damage Traden ist halt immer so eine Sache, möglichst austeilen, aber selber keinen sich fangen. Logisch. Passt alles. 1:2 ist jetzt schon, sag ich mal, ja, es läuft, sag ich mal, nicht so ultra gut, aber er sagt auch irgendwie so, naja, ich wollte erstmal gucken, wer da oben vielleicht noch steht. Also ich meine, na gut, WZ-131 könnte da noch stehen, aber der Rest der Tanks, ja, E-75, na gut, er guckt halt. Also ganz ist mir nicht klar, auf wen er dann auch blind geschossen hat, weil nur der WZ eigentlich und die anderen sind ja laufen. Aber egal, ich bin der Letzte, der an den Fähigkeiten eines Super-Unikums rummäkeln wird, weil ich kann es bestimmt nicht besser. Insofern, klar,
ist, wenn du genug Munition hast, kann man ja so grundsätzlich sagen, wenn du genug Munition hast, solltest du auch Blindshots machen. Und wenn du es nicht machst, verschenkst du halt Potenzial. Weil die Munition kostet ja einen Schiss im Gegensatz zu dem, was man halt potenziell Damage machen kann, wenn man Glück hat. Und naja, strategisch sagt er sich, das ist ja okay, auf der Flanke ist nichts. Also wenn ich das Game gewinnen will, naja, ich glaube, so weit denkt er noch gar nicht. Er denkt sich halt einfach, strategisch ist auf der anderen Flanke nichts, also fahre ich jetzt zurück Base Dev. Und ich hab's schon öfter jetzt gesehen, dass das halt einfach sehr gute Spieler halt immer auch viel Wert drauf legen, das Game zu gewinnen und nicht irgendwie ihren Damage von hinten zu snipen. Also man kann eigentlich die Jungs so unterteilen, so die blauen Spieler ganz oft, die stehen hinten und snipen und sagen, ja, Hauptsache ich habe mein Damage gemacht. Und die Lilanen, die richtig fetten, die krassen Spieler, die sagen sich halt so, naja, dann gehe ich jetzt halt eben zurück und defe die Base und mache da noch richtig Fettschaden. Naja, deswegen ist halt der Unterschied zwischen dem. Naja, wie auch immer. 1 zu 6 nebenbei steht schon. Also, da würde sich ein normaler Spieler würde gesagt haben: Ja, gut, okay. Und was sollen wir jetzt noch reißen? Also, es sind noch unsere beiden Artis übrig, der E75 noch. Der steht da aber auch so exponiert vorne an der Ecke. Wenn die da irgendwie mal Anstalten machen, hochzufahren, wird der Erste sein, der stirbt. Gut, Object, ein TD hier hinten. Ja. Er sagt dann irgendwie, naja, was soll ich tun? Ich kann jetzt einfach nur hier hinten stehen und abwarten. Ich kann nur stehen und abwarten. Natürlich auch immer ich meine, guckt mal, wo er steht und guckt mal den blauen Balken an, ne? Also da hinten waren einige Gegner und da hinten. Also ja, er sagt sich aber, diese Gegend ist natürlich geil mit den ganzen Bergen hier und den kleinen Wellen fürs Object 140, weil die Monster Gun Depression hat er nicht mit seinen 5 Grad. Aber diese Berge sind halt eben auch nicht so spitz. Und insofern brauchst du. Oh, mir wird gleich schwindelig von diesem hin und her gezuckel hier. Insofern brauchst du. Warte mal, wir können mal die Map noch größer machen. Ne, ich wollte sie ein wenig. Machen sie noch ein wenig kleiner. Hey! So. Wo waren wir gerade? Bei den Bergen? Also er kommt halt mit diesen Bergen kommt Gun Depression perfekt. Ne? Also der kannst du deine Wanne verbergen und kannst mit dem Turm spielen. Wunderbar. So, da kommt der erste Kollege. Der, okay, ist ein Achter der CDC. Es ist auch, also was ich mir am Anfang so gesagt habe, ich habe mir so gesagt, so, ja, nun, er schießt ja ständig daneben. Also es ist auch wirklich, es ist lustig, weil der Anfang von dem Game, der ist überhaupt gar nicht so rühmlich. Also der ballert da daneben, da schießt er blind auf eine Ecke, wo man denkt, oh, steht da jetzt einer oder steht da jetzt keiner. Da nimmt er Heat irgendwie, da kommt er nicht durch, da bounced er von. Also das ist, ihr seht. Selbst die Super-Unikums, die haben jetzt auch nicht immer nur gigantische Treffer und naja, gut. Okay, was der jetzt hier wollte, naja, wahrscheinlich wollte der irgendwie zu den Artis, ist mir jetzt auch nicht so richtig klar, aber das Object 140 hat halt eben auch eine relativ krasse DPM und ja, da braucht sich einen WZ halt nicht anstellen. Naja, wunderbarst. Was ich auch ganz cool finde, ist nicht ein Spieler, der mit 30 Goldschüssen losfährt, ja, sondern der weiß halt, Object 140 hat eine geile Penetration und da komme ich halt eben auch, ja. Ja, jetzt. Es spitzt sich immer weiter zu. Klar, er kann ab und zu austeilen 4 zu 10. Also ich meine 4 zu 10. Da ist normalerweise, kannst du einen Haken unter das Game. Da ist nichts mehr mit irgendwie, das reiße ich noch rum oder. Krass. Einfach nur krass. Ja, also wer lebt denn alles noch? Object 140 ist er selber, die Arti und das Object da hinten lebt noch. Hat auch echt Glück, dass die Arti ihn nur minimal ansplasht. Also sonst, ihr werdet es noch sehen, sonst hätte das alles auch nachher nicht so funktioniert. Wunderbar, er hat hier weiter Ridgelines und kann hier irgendwie wirken, ohne groß, also kann weiter im Turm spielen. So. Jetzt ist, sag ich mal, die Kacke schon ziemlich am Dampfen. Gut.
klar, schmeißt hier das Rap-Kit sofort, weil er mobil sein will und weil er hier nicht stehen will, weil es hier irgendwie, so, hier kommt's, also auch geil, so diese Zielsicherheit und diese Snapshots, oder? Also wo, gut, er trifft auch manches nicht, aber wo ich echt immer viel weiter mit Zoom gehe, da sind ja einfach die krassen Spieler, ja. So, jetzt beginnt langsam die Situation, dieses unsägliche 1 gegen 9. Ja, D34 bei uns, der CDC kann er wegmachen, rechts Gegner, links, also spätestens da hatte ich schon beim ersten Mal gucken, es ist so ein fettes Grinsen im Gesicht, weil es ist einfach, guckt euch mal die Minimap an, die sind einfach komplett überall neben ihm, aber irgendwie geht's auch noch, also es ist völlig, völlig geil. Und wie er auch immer diese Trackshots setzt, ja, also diese völlig geil. Völlig, völlig, oh, wird schon ganz schlecht wie beim Zugucken. Ja, also Grille hat nicht mehr so viel Leben. Könnten wir eventuell. Jo, machen wir. Gut, jetzt der E5. Jetzt haut er nochmal Gold rein für den Weak Spot. Nee. Das ist schon krass. Aber noch nicht mehr im Zoom drin. Noch nicht mehr im Zoom. Einfach so. Macht aber auch wieder Gold raus. Also ich finde schon, der spielt geil. So, und jetzt ist es auch so geil. Guckt euch das mal an. Trackshot. Guck mal, die Kanone! Die Kanone, wie sie immer so kurz hinter ihm ist. So. Da lenke ich. Ah, da lenke ich schon mal. Wieder getrackt. Wieder getrackt. Es ist doch episch, oder? Also, wieder. Und jetzt dachte ich auch so, okay, jetzt hat er verspielt, weil jetzt fährt er ja vor die Kanone. Diese. That situation. Alter, episch. Völlig geil. Und jetzt sagt er auch, er sagt also, ey, ich muss mir erstmal hinstellen und meine Hände. Ja, jetzt fängt es auch lustig an. Eigentlich ist der Käse jetzt gegessen. Also, aber jetzt, ich habe euch deswegen extra die Webcam heute mal ein Stück nach oben geschoben, damit man den Chat sieht. Ja, weil, ja, müssen wir mal drauf achten. Der Chat ist lustig. Auf jeden Fall. Tja, nur noch die beiden letzten Artis. Aber da passieren auch noch lustige Sachen. Also insofern, ja, are you alien? Ja. Geiler Chat, geiler Spieler, geile Runden. Aber, also, ich meine, gut, ich selber hätte vielleicht die Hälfte der Gegner da bekämpfen können, ja? Aber zum Beispiel bei meinem Glück wäre ich beim E5 nicht durch die Kuppel durchgekommen. Also ich finde, auch mit Gold ist die trollig. Gut, da zielsicher. T34. Ich hätte den garantiert so gezirkelt, dass ich irgendwo, weiß ich nicht, dass irgendwo stecken geblieben wäre oder vor seine Gun gefahren wäre oder gedacht hätte, oh, Facehack ist eine super Idee oder was weiß ich. Also auf jeden Fall diese Kaltschnäuzigkeit und dieses. Das nenne ich mal wirklich cool-headed. Weil einfach irgendwie in so einen Kacksituationen, 1 gegen 9. Hi Dad, ich bin im Fernsehen. In so einer Situation, so eiskalt irgendwie. So, hier wollte er den Kollegen tracken. Gut, funktioniert nicht. Abpraller. Abpraller an der Arti. Also es war jetzt auch nicht an der Wanne, glaube ich. Es war eigentlich eher irgendwie. Noch ein Abpraller. Also ich meine, hallo? Spätestens da hätte ich mir schon total eingekackt, dass der jetzt irgendwie auf die Ecke zielt. Aber wie wir sehen, er hat sich noch bewegt. Und ihr wisst ja, wenn der Arti sich bewegt, irgendwie hat sie so einen Zielkreis. Und insofern konnte man da auch nochmal ran und einen Schuss machen. Aber das ist auch dann, das dann auch. Natürlich prallt er an der Arti nochmal ab. Also spätestens da hätte. Jo, 8 Kills hat er schon auf der Uhr, würde ich mal sagen. Also läuft bei ihm, läuft bei ihm. Naja, und gut, wo ist die letzte Arti? Das ist jetzt, kann nicht an vielen Stellen sein, kann da hinten irgendwo sein und über Sichtweite kann er abprallen. Also ich würde. Was ist los da? Guck mal, jetzt ist auch geil. Jetzt, ich meine, die Arti schießt nochmal. Guck mal.
Godfather of RNG war auf jeden Fall, und Jesus auch, saßen bei ihm hier hinten auf dem Lüftungsgitter, wo es schön warm ist. Da saßen Godfather RNG und Jesus. Weil, geil. Also nebenbei, Munition hat er jetzt auch keine mehr. Also 2 HE noch. Geil. Also, Gefechtsauswertung. Episch. Dö, ja, gut. Logisch gemastert 100.000. Ich meine, er hat so viel verdient wie mit dem Goldtank. Läuft. Also brutto. 4.400 für Doppel-XP. Golobanov, Radley Walter, Highcaliber, Top Gun. Gibt's noch irgendwas? Also ich meine, es gibt sicherlich Games mit dem Object 140, wo einer 15.000 Schaden macht, 13.000, 10, 11, irgendwas. Aber ich sag mal, die Kombination fand ich, die ist schon irgendwie geil. Es ist, ja, naja gut, wenn du die ganzen, wobei ist ja echt krass. Ach nee, naja gut, die Consumables hier, ne? Also die hauen natürlich ganz schön rein, sonst hätte er noch knapp plus gemacht. Krass. Absolut krass. Also, Ace, vielen Dank, dass du mir davon berichtet hast. Und Orsanel, good game, very good made. Ist ja ein Wortspiel. Guter Mate und gut gemacht. Well done, sagt man eigentlich ja, nicht good made. Also, geil. Macht immer wieder Spaß, irgendwie also guter Spieler zu kommentieren, weil eben so viele krasse Sachen passieren, weil denen immer alles glückt und die können tracken und die tracken und das ist mal alles geil. Das ist geil. Awesome. Sehr geil. Ja, damit muss ich mein Adrenalin jetzt irgendwie erstmal loswerden. Und wir sehen uns morgen beim Vlog. Mehr davon. Schönes Game. Ach, ich blende jetzt auch mal den Kanal vom Orsanel ein. Wer den nicht kennt, den könnt ihr auch mal abonnieren, weil da seht ihr natürlich solche Spiele zuerst. Zwar in Englisch, aber trotzdem zuerst. Macht's gut. Peace out.